Eine richtige Bände. Die rippende Grille. Ach so. Auch gut. Oh, es ist so schön hier. Mann, warum wollen die alle Böses? Verbesserung verfügbar für Sakaitano. Besuche den Schmied. Ja, eins nach dem anderen. Ich muss mal ganz kurz auf der Map gucken. Ja. Der Wind, der sagt, wir müssen weiter in die Richtung. Ich glaube, es gab auch eine Taste. Muss ich gerade mal gucken. Bis Kunai. Irgendwo? Da! Nein, steh wieder auf. Hier, Wind. Ah, wenn der Wind einmal so schwach ist, dass wir gar nicht mitbekommen, wo müssen wir jetzt hin, können wir einmal den Wind, so gesagt, triggern, damit der einmal dann mir die Richtung nochmal deutlicher zeigt. Oh, goldener Vogel. Ich komme mit. Hallo? Okay, dann schwimme ich halt. Ist der goldene Vogel denn jetzt hin? Goldener Vogel? Jetzt nach oben? Aber ich komme hier nicht weiter, ne? Da oben. Da ist er wieder, ja. Da geht's. Wie komme ich nicht hoch? Kriege ich später noch irgendeinen Greifhaken oder so, wie Batman? Da ist der Vogel. Habe ich dich vorhin einfach nicht gesehen? Scheint so. Da lang. Okay, schön im Blick halten, den Vogel. Ich ignoriere jetzt gekonnt die Gegner. Naja, gut. Hab die Gegner doch nicht gekonnt ignoriert. Sind so viele Gegner. Ah! Also auch wieder ein Bogenschütze. Das sind alles Bogenschützen. Boah! Einfach im Sprung. Das mache ich noch mal. Nein, das ist ganz blöd. Ja. Wer schießt da? Yes. Ah. Da sind ja richtig viele. Ich habe keine Feinde mehr, glaube ich. Ich muss da irgendwie hinkommen. Das ist wahrscheinlich die Nebenmission, die wir haben. Komplette Brücke hier zu klären. Aber ich würde gerne wissen, was es mit dem goldenen Vogel auf sich hat. Ich habe keine Pfeile. Ich muss irgendwie da hochkommen. Ich muss High Ground gewinnen. Oh ja. Sehr schön. So nicht auf uns schießen. Jetzt kommen wir. Die Musik. Wo sind die denn? Da ist einer. Das war auch wahrscheinlich der letzte, oder? Sprechen. They've taken the bridge. Tell me. We were running for Hiyoshi Springs. The bridge looked safe, but the Mongols were in the ravine. They started shooting from below. Someone's injured. Banta. My brother's boy. They're using him as bait.
Tell your family to stay clear of the bridge. I'll stop this. Ich glaube, das haben wir schon. Vorfall an der Yoshi-Schlucht. Ich glaube, wir haben die schon gerade alle besiegt. Bevor wir die Mission gestartet haben. Oder? Ich glaube, wir haben alle besiegt. Oder? Nee, es wird noch geschossen. Gegner in der Nähe. Challenge me! Sind das die Gegner? Nee. Ist denn hier noch einer? Ach, da hinten! Wahrscheinlich so ein einzelner Gegner noch. Tatsache. Das war echt nur noch der hier. Aber hat der ein paar Pfeile für mich? Ja. Hey, Banta. Was ist das für ein Gefühl? Es ist over. Go to your family. Thank you, my lord. Kein Problem. Tschüss. Und schön vorsichtig sein, ne? Sprich mit Bantas Onkel. Der ist durchgezogen. Ach, der ist jetzt auf der anderen Seite. Ach ja, jetzt durften die ja die Brücke überqueren. Oh, diese... Oh, oh Mann. Ganz ehrlich, das ist ein Game, wo ich wahrscheinlich liebend gerne die ganzen Achievements farmen wollen würde. Einfach, weil ich mich in dieser Welt, abgesehen jetzt, wenn wir mal die ganzen brutalen Stories hier außen vor lassen, einfach in dieser Welt sich aufzuhalten, dann Achievements ein nach dem anderen freizuschalten, ist wahrscheinlich chillig. Wie in dem Environment. Ne, wenn wir die Kriegsgeschichte mal weglassen. Sieht's hier wunderhübsch aus. Moin! The Mongols are gone. Did they scream? Their suffering isn't your concern. Take your family to Hiyoshi Springs. These roads are dangerous. We will. Thank you. Kein Problem. Oha. Eieiei, wie gesagt, es sieht hier so wunderschön aus, aber... Tragisch, tragisch alles, was hier geschieht. In so einer schönen Welt ist es doch so grausam. Oh Mann. Talisman der Unbeugsamkeit, ein Talisman der Verteidigung. Da haben wir wieder einen bekommen. Verbesserung ist verfügbar. Ja, dafür müsste ich aber einen Schmied aufsuchen, right? Verbesserung ansehen. Tracht des Reisenden 2. Zum Verbessern Rüstungsschmieden. Wir könnten es sogar verbessern. Wir bräuchten dafür Vorräte. Ach, Vorräte sind dafür auch. Oder sind dafür. Ah ne, die sind gar nicht zum Heilen. Dafür brauchen wir ja Inspiration, richtig? Okay, Leinen und Vorräte. Wir könnten es verbessern. Bräuchten aber die Rüstungsschmieden. Hey. Wir hätten da noch einen Talisman freigeschaltet. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Bei 50% oder weniger Gesundheit der Lindenschaden um einen mittleren Wert verringert. Das ist nicht schlecht, muss ich zugeben. Dann würde ich das nehmen. Und wir begeben uns jetzt... Was ist das? Ah, wir haben jetzt eine Schnellreise freigeschaltet. Cool. Yoshis Kreuzung. Yoshi! Und die Geschichte... Und ja, da werden wir jetzt erstmal hin. Ja, da werden wir jetzt hingehen. Es ist auch nicht mehr allzu weit weg. Und zwar die Geschichte von Fürstin Masako. Eine Masako-Geschichte 1 von 9. Ja, und mit der Ishikawa-Geschichte müssen wir noch warten. Glaube ich. Fürstin Masako und die Frauen des Adachi-Clans gelten als exzellente Kriegerin. Wenn sie die Invasion überlebt haben, könnten sie mir helfen, Fürst Shimura zu befreien. Ich muss Fürstin Masako finden und die Nachricht vom Tod ihres Mannes überbringen. Halt, ich sollte das markieren. So, der Wind zeigt jetzt dahin. Und falls wir nochmal ein bisschen Aufschwung haben wollen, brauchen wir nur den hier machen. So.
müssen wir aber einmal über die Brücke wieder. Können wir da mit unserem Pferd rüber? Müssen wir einmal drehen. Mein Nugget. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber ich sag einfach, das ist mein Nugget. Ich nenne dich jetzt Nuggets, okay? Hier, jetzt ist gerade ein bisschen unklar, wohin der Wind so richtig. Also klar, der, ja, ein bisschen unklarer. Man sieht es noch, aber man könnte dann jetzt einfach so machen. Dann zeigt der Wind nochmal, in welche Richtung es geht. Boah, wie gern würde ich hier so einfach mal eine Runde laufen hier so. Jetzt ohne Bären und so, ne? Ohne Bären und ohne böse Mongolen, die einen gefangen nehmen oder abschlachten wollen. Ohne all das. Und dann hier einfach chillig eine Runde laufen. Auch noch mal ein bisschen Wind, damit ich ein bisschen genauer weiß, wo lang. Hier haben wir wieder eine Person. Im Normalfall würde ich hingehen und sie ansprechen, aber weil ich weiß, und das sage ich jetzt noch einmal und vielleicht auch das letzte Mal jetzt, in diesem Let's Play, das Let's Play geht ein bisschen länger und deswegen konzentrieren wir uns eher auf die Hauptgeschichten. Und genau, weil wir gleicherzeit noch andere Dinge machen und andere Dinge machen werden. So, Wind. Ab nach da oben. Und ich glaube, dann sind wir auch da. Ja, dann steigen wir mal ab. Adachi-Anwesen. Client Adachi's Estate. Lady Masako should be here. Lady Masako! Warriors of Clan Adachi! Is anyone here? Anyone here? Oh! Nein! Als ob! Das sind Kämpfer? Habe ich die richtige Haltung aktiv? Ja. Gute Frage. Durchsuchen. Not Mongols. Nee, deswegen. I need to find out what happened here. Ja, erst war ich ein bisschen zögern, weil ich dachte, vielleicht ist es ein Missverständnis und die denken, ich wäre irgendein, ja, böser, also ein Feind, meine ich. Dass die denken, ich wäre ein Feind. Kommen die da auf einmal raus? Oh no. A Naginata. Ein Naginata. Women of Clan Adachi. They fought to defend their family. Wow. Das ist aber ein großes. Große Waffe. Ja. Trying to escape past the children through the window. Boah. If anyone survived, they may have fled on horseback. Had to check the stables. Nothing back here. Die Stelle gucken. Okay. Sind die Stelle? Da hinten. Immer Detektivarbeit machen müssen. Empty stables. Someone took the horses. Blood's dry. Trocken. Oha. Fußabdrücke noch? Also der Boden lässt Fußabdrücke aber richtig gut durch. Na gut. Sollen wir laufen? Nee, ich glaube, wir können auch. Wenn wir die weiterhin sehen können, klar. Können wir die auch so folgen. Müssen halt nur die Fußabdrücke im Auge behalten. Da sind wieder welche. Solange das. The rider was skilled. Knew how to confuse their aim.
Solange wir die Fußschritte sehen, klappt das. Oh. This horse belonged to Clan Adachi. Sie haben wirklich versucht zu fliehen. Dead for days. Seit Tagen, ja, ja. Deswegen war ich verwirrt wegen den Fußabdrücken. Aber wie gesagt, der Boden und die Umgebung ist anscheinend echt gut für lang lebende Fußabdrücke. Masako, Masako! They said no samurai escaped Komoda. Wir sind nicht irgendein Samurai. My husband. Nein, wir sind auch nicht dein Ehemann. Aber wir haben schlechte Nachrichten, was ihn angeht. Lord Adachi died a warrior's death. Defending our home. Our home. Why have you come? The Mongol Khan has captured Lord Shimura. If your clan joins me, we can save my uncle and avenge your men. Clan Adachi is dead. Yeah. Massacred by our own people. Von unseren eigenen Leuten? Was geht da an? Rita. Why would they kill those who swore to protect them? Ja. I intend to find out. I'm coming with you. No. Do not set aside your concerns for mine. The family of samurai are my concern. I know what it means to be the last of one's clan. Okay. I cannot be responsible for your death. You won't be. Ride with me. Warum alle Verräter, Russ? Warum die Geschichte von Fürst Masako? Warum Verräter? Mann! Tomei jetzt hier die vom Clan? Bürger Masako. Aber sie auch wieder hier mit so einem Bogen, ne? Men at your estate. They were waiting to finish what they started. The night my husband and sons rode to face the Mongols. The assassins came to our home. My sister. Oh, als ob. Das ist mega fies. To fight our attackers. We were outnumbered. Mm. And then I was the only one left. That's how it ended for me at Komoda. For me. It wasn't over. I buried them here. With the rest of our family. Oh, okay. Das ist auch ein Grund, warum ich erstmal, also warum ich das Ganze auf Englisch spielen wollte, weil da kann man sich auch manchmal, wenn man sich so ein bisschen umgucken will, dann eher umgucken, dann braucht man nicht so komplett fokussiert sein auf den unteren Teil des Bildschirms mit den Untertiteln, dann kann man versuchen, das Ganze zu hören und kann sich gleichzeitig noch so ein bisschen die Umgebung anschauen. Deswegen hatte ich jetzt auch erstmal Englisch bevorzugt über Japanisch. Ansonsten natürlich, of course, japanische Voice Lines, die kommen richtig gut. Aber ich muss zugeben, die englischen, ey, also ich finde die supi. Persönlich, also ich finde die kommen auch super. Ich bin, ja, zufrieden. Die Toten ehren, machen wir. I tried to save them. But the assassins caught them on the road. Cut them down. My sister. My grandchildren. Even little Natsu. She was just born. All I could do was bury her with her mother. This never should have happened. My sister should have been buried with her husband in the north. But at least she is with family. So, wie gesagt, so eine schön aussehende Welt. Ah, doch so grausam. Folge Masako. Come. We ride for the Golden Temple. Zum goldenen Tempel. Sorry you endured this alone. I am not alone. The
killers are alive. Had you seen these men before? No. They were from another prefecture. Who made a well-planned attack on a samurai estate. This was no bandit raid. Someone wanted to eliminate... Oh, was ein geiler Weg zu dem Tempel. You'll have to go in without me. Find the monk named Sogen and tell him the fate of Clan Adachi. What are you plotting, Lady Masako? Indulge a grieving widow. Once you've talked to Sogen, find the armorer. Die Rüstungsschmiede. She is repairing something for me. I want you to have it. I will do that. Thank you. I will wait for you on the other side of the temple. Alles klar. So, und für mich heißt es jetzt Pause, bevor wir mit dem Mönch sprechen. Bevor wir mit dem Mönch sprechen im Goldenen Tempel. Namens Sorgen. Verabschiede ich mich. Bedanke mich herzlich fürs Einschalten, fürs dabei gewesen sein. Und ich sag mal, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schön mit Ö. Ciao mit V. Und wie immer. Bye bye.